Eins meiner absoluten Lieblingsgenres, nicht nur im Bereich Filme, Serien und Videospiele, sondern auch im Brettspielbereich, ist Adventure und Abenteuer. In diesem Video erzähle ich euch von meinen Lieblingsabenteuer-Brettspielen und ich bin mir sicher, da ist für jeden von euch was Interessantes dabei. Willkommen bei Better Board Games, ich bin Thomas und ich liebe Abenteuerbrettspiele. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele habe ich hier auch schon aufgebaut, Robinson Crusoe. Das ist ein Spiel, was das Genre für mich eigentlich perfekt verkörpert. Was meine ich mit Abenteuerspiele? Natürlich einmal das Thema, also wir sind Forscher, die auf einer Insel oder im Dschungel uns auf die Suche machen nach geheimnisvollen Artefakten oder irgendwelchen Gegenständen. Wir müssen da unser eigenes Überleben oft erstmal sichern, hat also diesen Survival-Aspekt, dass wir uns einen Unterschlupf, ein Lager errichten müssen, dass wir uns Gegenstände craften, die wir dann vielleicht brauchen, dass wir teilweise auch Gegenstände finden. Wir haben oft Begegnungen mit irgendwelchen anderen Stämmen, mit Monstern, mit Tieren, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssen. Wir haben einfach einen Story-Aspekt, der uns also quasi immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und natürlich dieser explorative Aspekt, dass wir erstmal Sachen entdecken müssen. Also in dem Fall die Insel entdecken müssen. In anderen Spielen einfach generell den Spielplan erkunden, damit wir überhaupt erstmal die Dinge finden, nach denen wir suchen. Und Robinson Crusoe ist ein Spiel, was es für mich perfekt verkörpert. Es kommt in der Grundbox mit 6 bzw. 7 Szenarien, je nach Edition. Und im ersten Szenario sind wir zum Beispiel gestrandet hier auf dieser Insel, müssen dann erstmal unser Überleben sichern, also einen Unterschlupf bauen, ein Dach bauen. Wir müssen unsere Waffenstärke ein bisschen aufbauen, Essen finden, damit wir quasi bis zum Ende auch überleben. Und dann müssen wir eben Holz sammeln, um am Ende des Spiels ein großes Signalfeuer zu entzünden, damit wir ein Schiff anlocken, das uns rettet. Und das ist aber nur ein Szenario. Das kommt eben, wie gesagt, mit mehreren Szenarien in der Grundbox schon. Und es gibt dann auch zwei große Erweiterungen, die Beagle-Erweiterung und die Mystery Tales-Erweiterung. Sind beides Kampagnen, die aus 5 aufeinander aufbauenden Szenarien bestehen. Gibt auch noch zahlreiche andere Standalone-Szenarien, einmal offiziell von Portal Games bzw. Pegasus, aber eben auch so Fanszenarien, die man auf Boardgame Geek zum Beispiel findet. Und wenn man das alles zusammennimmt, hat man eine Vielzahl von verschiedenen Szenarien und Abenteuern, die man da erleben kann, die eigentlich alles abdecken, was man aus Film, Serien und Literatur so kennt aus dem ganzen Abenteuerbereich. Bei aller Begeisterung muss man allerdings sagen, Robinson Crusoe ist nicht für jedermann. Das ist wirklich ein Expertenspiel. Und zwar zum einen, weil der Einstieg nicht besonders einfach ist. Also es hat ein relativ komplexes Regelset. Wenn man die Regeln dann mal verinnerlicht hat und die ganzen Abläufe verstanden hat, dann ist es alles gar nicht so kompliziert. Das stellt man dann irgendwann auch fest. Aber der Einstieg ist nicht besonders einfach. Relativ umfangreiche Regeln, viele kleine Details, die auch szenarioabhängig sind. Und da muss man sich erstmal reinfuchsen. Zum anderen ist das Spiel auch echt brutal schwer. Also die meisten Szenarien sind wirklich eine krasse Herausforderung und da muss man gewillt sein, auch wirklich die ersten 2, 3 oder vielleicht auch 4 Partien in einem Szenario erstmal zu scheitern und gnadenlos hier vor die Hunde zu gehen und immer wieder die Motivation schöpfen, neu anzugreifen. Ist wie gesagt nicht für jedermann was. Und deswegen habe ich hier mal eine kleine Liste zusammengestellt von anderen Abenteuerspielen, die mir persönlich auch sehr gut gefallen, die so das Thema in unterschiedliche Arten und Richtungen ausleben und die auch von der Komplexität unterschiedlich sind. Und ich glaube, da dürfte für jeden von euch was dabei sein. Wir beginnen unsere Abenteuerreise mit einem relativ simplen, kooperativen Spiel, das sich allein aufgrund des Namens schon gut eignet, um diese Liste zu starten. Es ist nämlich eine ganze Reihe von Spielen und zwar sind es die Adventure Games vom Kosmos Verlag. Das sind einzelne, nur einmal spielbare kleine Boxen, die uns eben ein bestimmtes Abenteuer erleben lassen. So ein bisschen so eine Nachfolgerreihe der Exit-Reihe, wobei es hier weniger um Rätsel lösen als um den Story-Aspekt geht. Da gibt es mittlerweile 4 verschiedene Boxen und da haben wir immer ein bestimmtes Abenteuer zu erleben. Zum Beispiel in der Monochrom AG, da brechen wir in eine Firma ein, müssen da Firmengeheimnisse klauen und da passieren eben alle möglichen Dinge. Und das ist ein ja fast schon Point-and-Click-Adventure auf dem Spieltisch. Also man ist da an einem bestimmten Ort zu Beginn des Spiels, hat verschiedene Optionen, das ist durch Zahlen auf den Karten angegeben, dann können wir überlegen, was wir halt als Gruppe machen wollen und dann erkunden wir die Sachen, räumen Schränke aus, laufen von Raum zu Raum, finden irgendwelche Gegenstände, die wir miteinander kombinieren müssen und müssen uns halt da versuchen, durch die Story durchzulavieren. Ja, es hat einen großen Story-Aspekt tatsächlich, das kommt mit einem relativ dicken Buch, bei dem auch immer wieder Passagen vorgelesen werden. Ist also eigentlich eher so, dass eine interaktive Geschichte, die man gemeinsam entdeckt. Man hat da schon Entscheidungen zu treffen, aber man wird von dem Spiel gut an die Hand genommen. Es geht schon los mit der Einführung, also es gibt da auch ein ganz schönes Regelvideo vom Verlag selber. Es gibt da eine App dazu, die einem dann die Sachen auch vorliest. Und man muss auch sagen, man kommt bei dem Spiel eigentlich immer durch. Am Ende gibt es natürlich dann auch eine Punktewertung, aber im Endeffekt ist es auch egal, weil es geht ja darum, diese Story zu erleben. Und wenn man nur lang genug rumwurschelt, dann findet man schon die Sachen, die man da braucht.
braucht und dann kommt man da auch durch. Insgesamt sind es immer 3 Kapitel, die so ungefähr 1,5 Stunden dauern. Die kann man entweder am Stück spielen oder man verteilt sie eben auf mehrere Abende. Und dann ist man mit dem Spiel auch irgendwann durch, aber man macht das Spiel dabei nicht kaputt. Wie jetzt zum Beispiel die Exit-Spiele, das heißt, man kann es dann auch an Freunde weitergeben. Und da hat man einen schönen, kleinen, gemütlichen Abenteuerabend mit seinen Freunden erlebt. Wie gesagt, alles auf einer sehr, sehr niedrigen Komplexitätsstufe, aber so als Einstieg in diese ganze Welt sehr gut geeignet. Mein zweiter Tipp ist ebenfalls ein kooperatives Spiel mit einem geringen Komplexitätsgrad, nämlich The Lost Expedition. Da machen wir uns mit einer Gruppe von 3 Forschern auf den Weg durch den Dschungel, um das sagenwobene Eldorado zu finden. Und letztendlich ist es ein Kartenmanagement-Spiel. Da hat man so einen Stapel an Abenteuerkarten. Da sind verschiedenste Begegnungen drauf. Die werden am Anfang auch an die Spieler verteilt. Also jeder hat so eine Art von Karten auf der Hand. Und dann muss man eben halt in jeder Runde diese Karten ausspielen. Und je nachdem, ob das immer die Vormittags- oder die Nachmittagsrunde ist, werden die dann auf dem Tisch auch nochmal neu arrangiert und dann geht man die der Reihe nach so durch. Letztendlich geht es darum, dass man bestimmte Ressourcen gut verwaltet. Also gibt es eben halt so Patronen, Essen, Gesundheitstokens und verschiedene Skilltokens, die man da braucht oder eben auch ausgeben muss. Also die kriegt man oder muss sie ausgeben. Und das muss man einfach in der geschickten Reihenfolge machen und die Karten so ausspielen, dass man halt sich da gut durchlavieren kann und bis zum Ende durchhält. Wenn einer der 3 Explorer bis zum Ende eben halt überlebt und man Eldorado gefunden hat, haben alle gemeinsam das Spiel gewonnen. Das Spiel kommt auch noch mit einer speziellen Solo-Variante, dass man es auch alleine spielen kann. Und es kommt mit einer speziellen Zwei-Personen-Variante, wo man sozusagen gegeneinander antritt in einem Wettlauf nach Eldorado. Dazu übrigens später noch mehr. Und ist wie gesagt auch ein Spiel mit einer niedrigen Komplexitätsstufe. Leichte Regeln, kommt man gut rein, dauert auch nicht zu lang. Und da ist das Abenteuerthema aber auch sehr, sehr präsent. Es ist wie gesagt im Endeffekt erstmal ein Ressourcenverwalten. Aber dadurch, dass da so ein schönes Artwork drauf ist und die Sachen auch immer gut dazu passen, zu dem, was auf der Karte drauf ist, kann man das Ganze wirklich selber gut mit Leben ausschmücken, da eine Geschichte drumherum bauen und dann fühlt man sich tatsächlich wie so eine Forschergruppe, die da durch den Dschungel streift. Meine nächste Empfehlung ist ein relativ neues Spiel noch, nämlich das neue Spiel vom Hans im Glück Verlag, Paleo. Da spielen wir auch kooperativ und zwar die Mitglieder eines Steinzeitstammes, der überleben muss, die Gegend erkunden muss, verschiedene Missionsziele erreichen muss und auf der Jagd nach Siegpunkten ist. Und wie man diese Siegpunkte bekommt, das erfährt man erst im Laufe des Spiels. Das kommt mit verschiedenen Modulen, je nachdem, mit welchen Modulen man spielt. In der Regel werden auch so verschiedene Level-Vorschläge gemacht, welche Module man gut miteinander kombinieren kann. Gibt es dann einen Abenteuerkartenstapel, der wird zusammengemischt, dann wird der komplett unter allen Spielern verteilt und in jeder Runde zieht jeder Spieler die obersten 3 Karten und sieht dann an der Rückseite, an welche Orte er sich da begeben kann. Man weiß aber noch nicht, was sich da genau verbirgt, denn man muss sich dann aufgrund der Rückseite entscheiden, was man explorieren will und wenn sich alle entschieden haben, drehen alle diese eine Karte um und dann sieht man, was man entdeckt hat und welche Aktionsmöglichkeiten man hat und dann spricht man sich ab, ob man diese verschiedenen Herausforderungen angehen will, in welcher Reihenfolge und man sammelt da eben auch Ressourcen, vor allem auch Nahrung, um seinen Stamm am Leben zu erhalten. Und je nach Modul gibt es da ganz unterschiedliche Sachen, die in dem Stapel zu finden sind und eben halt unterschiedliche Abenteuer zu erleben. Mir persönlich gefällt vor allem irgendwie dieser Kartenmechanismus, weil da dieses Abenteuerelement, dieses Explorieren, wir entdecken unsere Umgebung, wirklich total schön umgesetzt ist. Man hat auch dieser Stapel auch als Zeitmarker, also man zieht so lange Karten nach, man muss auch teilweise Karten ausgeben, wenn man bestimmte Aktionen macht, bis dann dieser Stapel leer ist und manchmal braucht man eben für Aktionen mehr Karten, die man abwerfen muss, weil es halt zeitaufwendigere Sachen sind, dann kann man halt nicht so viel machen in der Runde und das ist wirklich extrem gut umgesetzt und trotzdem vom Komplexitätsgrad noch so, dass Familien da wunderbar einsteigen können. Dann wechseln wir das Szenario von der Steinzeit in die Südsee und begeben uns in Forgotten Waters auf ein Piratenabenteuer. Das ist das neue Spiel von Planet Games, auch noch relativ frisch, ist auch aus dieser Crossroads-Reihe. Und da erleben wir gemeinsam auch kooperativ bzw. semi-kooperativ ein Piratenabenteuer. Da spielen wir uns dann durch verschiedene Szenarien durch und jedes Szenario kommt mit eigenen Zielen, die wir erreichen müssen. Und da haben wir eben auf der einen Seite so eine Seekarte mit unserem Schiff, auf dem wir uns lang bewegen müssen. Da hat auch jeder Spieler am Tisch eine eigene Aufgabe auf diesem Schiff. Der eine muss sich ums Proviant kümmern, der andere um die Stimmung, der dritte um die Kanonen und so weiter. Aber jeder hat auch seine eigenen Ziele und möchte seine eigenen persönlichen Fähigkeiten und seinen Charakter weiterentwickeln, damit er am Ende das Spiel auch für sich entscheiden kann. Das Ganze kommt mit einem total schönen Storybuch. Da sind auch die einzelnen Orte drin, die wir entdecken können und die verschiedenen Aktionen, die wir machen. Eine große Variabilität auch von Dingen, die wir dann da tatsächlich erleben und machen. Es gibt noch eine App, da finden wir dann die verschiedenen Story-Elemente, teilweise
zum Vorlesen oder in der englischen Variante wird es einem dann auch von einer ganz coolen Piratenstimme vorgelesen. Also das ist wirklich thematisch wirklich großartig. Man taucht da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein in dieses Piratenabenteuer. Ist auch ziemlich lang, also ist eine epische Geschichte. Da sitzt man schon mal 4 Stunden am Tisch. Und vor allem, was auch da an dem Spiel sehr gut ist, wenn es auch gerade so um das Thema semi-kooperative Spiele geht, das funktioniert manchmal ja auch nicht so gut, dass man bei einem Spiel so die eigenen Ziele und die der Gruppe miteinander gut in Einklang bringen kann. Hier in dem Spiel klappt das aber tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn man sich da richtig drauf einlässt und da richtig drin versinkt in dem Spiel, dann hat man ein ganz, ganz tolles Piratenabenteuerspiel vor sich, bei dem man wirklich eben enorm viel Spaß hat. Was mich natürlich total interessiert, was ist denn euer Lieblingsabenteuerbrettspiel? Also viele habe ich in dem Video auch schon genannt, ich kenne aber beileibe auch nicht alles. Und mich würde wirklich interessieren, was sind Sachen, die euch in dem Genre besonders gut gefallen haben? Schreibt es bitte unten in die Kommentare, fände ich persönlich interessant zu lesen, aber ist vielleicht auch für die anderen Zuschauer ganz interessant. Dann kann man diese Liste nochmal ein bisschen erweitern. Dann ziehen wir die Komplexitätsschraube mal ein bisschen an und kommen jetzt zu Arkham Horror, das Kartenspiel. Das ist ein Living Card Game, das heißt ein Spiel, bei dem es eine Grundbox gibt, aber eben auch noch zahlreiche Erweiterungen, die regelmäßig alle paar Wochen erscheinen und die Geschichte mehr oder weniger immer weiter fortführen, also eben den Kartenpool, den man da hat, immer weiter vergrößern und immer neue Szenarien ermöglichen. Und die Grundbox kommt schon mit 3 verschiedenen Szenarien. Die anderen Kampagnen bestehen dann immer aus 8 Szenarien, da gibt es also quasi immer so einzelne Zyklen, die aus einer Box und dann noch so 6 Mythos-Packs. Wenn man die dann zusammenfasst, hat man 8 weitere Szenarien, die bilden auch wieder eine Kampagne. Und ja, da erlebt man die diversesten Abenteuer. Und das Schöne an dem Spiel ist, es ist ein Deckbauspiel. Also man baut sich am Anfang des Spiels seinen persönlichen Charakter als Deck zusammen. Und in diesem Kartendeck befinden sich eine Menge von Gegenständen, von Kontakten, von Fähigkeiten und Talenten und alles, was eben dein Charakter ausmacht. Und man spielt im Laufe der Kampagne mit diesem Charakter und entwickelt den auch weiter. Das heißt, man kriegt am Ende eines jeden Szenarios dann auch einzelne Experience Points. Die kann man dann auch umsetzen, indem man sich neue Karten holt oder bestehende Karten verbessert. Man findet in den Szenarien auch teilweise neue Karten. Das können gute Sachen oder auch schlechte Sachen sein. Irgendwelche Kontakte, irgendwelche Personen, die man dann mitnimmt oder Gegenstände, die man findet, aber auch irgendwelche Flüche, die einem befallen. Und so entwickelt sich der Charakter und das Deck halt von Partie zu Partie weiter. Und man lernt im Laufe des Spiels halt auch seinen Charakter immer besser spielen, weil man eigentlich jedes Mal, wenn man das Spiel spielt, ein ganz neues Deck baut, mit einem neuen Ermittler spielt und mit neuen Karten. Und man wird halt wirklich besser dabei, dieses Deck zu spielen, wodurch dann einfach insgesamt das Niveau steigt und man einfach ja tatsächlich Experience bekommt, aber nicht in Form von irgendwelchen Punkten, sondern weil man tatsächlich Erfahrung im Spiel sammelt. Und was auch toll ist an dem Spiel, dass eben dieser Abenteueraspekt, dieser explorative Aspekt, dass man diese neuen Orte und Dinge erkundet und in dieser Geschichte vorantreibt, die wird in dem Spiel wirklich bis ins Maximum durchgezogen, weil Fantasy Flight wirklich mit jedem Szenario einfach wieder was ganz Neues macht. Also da ist mechanisch oft was Neues, aber es ist halt vor allem auch von der Story und von der Szenerie, von der Location immer was Neues. Da sind wir mal in einem fahrenden Zug oder in einem mysteriösen Wald. Oder in einer Hafenstadt oder wir sind in einem Hotel und jedes Mal gibt es neue Dinge zu entdecken, neue Sachen zu erreichen und das ist wirklich absolut grandios. Ja, kleiner Nachteil ist natürlich, das Ganze geht irgendwann ins Geld, also wenn man da Feuer gefangen hat und das macht einem richtig Spaß und man kauft dann immer die Packs nach und nach, dann ist man dann irgendwann schon ein paar 100 Euro los, aber um sich mal die Grundbox zu kaufen und da mal reinzuschnuppern, ist das Spiel auf alle Fälle nie verkehrt. Also wenn ihr sagt, ihr wollt auch ein bisschen komplexere Sachen mal spielen, und habt auch jetzt kein Problem, am Anfang mal ein bisschen Kartentexte zu lesen und sich da ein bisschen reinzufuchsen, unbedingt Arkham Horror das Kartenspiel mal ausprobieren. Ja, und dann kommen wir zu einem letzten kooperativen Spiel, das ich euch empfehlen möchte. Und das ist für mich persönlich eigentlich das Nonplusultra, wenn es um dieses Explorieren und Entdecken geht, nämlich The Seventh Continent. Bei dem Spiel sind wir auch Abenteurer, die auf diesen 7. Kontinent zurückkehren. Wir waren da schon mal, wir haben den kürzlich entdeckt, sind nach Hause gefahren, haben dann bemerkt, wir sind von einem mysteriösen Fluch belegt worden. Und um den zu lüften, müssen wir wieder auf die Insel rauf und müssen erstmal rausfinden, was mit diesem Fluch auf sich hat und dazu müssen wir diesen Kontinent erstmal erkunden. Und dieser Kontinent ist riesig. Also da spielt man ein Spiel in der Regel so 20 bis 25 Stunden. Das ist auch ein Unikum an dem Spiel, nämlich das ist eigentlich nicht in Partien eingeteilt, sondern man fängt da an zu spielen und man kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt sagen, sei es nach einer Stunde oder auch erst nach 4 Stunden, so jetzt machen wir hier mal eine Pause, jetzt machen wir hier mal einen Break, jetzt bauen wir wieder ab.
Da gibt es ein ganz spannendes Safe-System, wie man die Sachen dann in die Schachtel packt. Und dann kann man beim nächsten Mal, wenn man weiterspielt, die Sachen auch relativ schnell wieder auf den Tisch bringen und da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und das muss man auch machen, weil ein so ein Spiel spielt man halt nicht an einem Spieleabend durch. Und das klingt episch und das ist auch episch, denn was man da alles auf dem Kontinent entdecken kann und was man da alles machen kann, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also das ist wirklich toll. Man hat da so ein Aktionsdeck von Karten, die auch so quasi die Lebenspunkte symbolisieren. Die braucht man, um verschiedene Skill-Checks zu machen während dem Spiel. Die braucht man auch, weil man dann damit bestimmte Gegenstände baut und craftet. Das ist auch ein ganz interessantes System, wie das funktioniert, wie man seine Gegenstände dann auch verbessern kann oder die Haltbarkeit auch dann wieder erneuern kann. Und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man das miteinander kombiniert und wie man sich da sein eigenes Überleben sichert. Und ansonsten ist halt auch das Problem, wenn diese Karten irgendwann mal ausgehen, dann ist man relativ schnell irgendwann tot. Man kann aber diesen Stapel dann auch wieder reaktivieren, wenn man dann zum Jagen geht und man dann irgendwie wieder Essen holt. Und alles macht irgendwie in dieser Welt total Sinn. Und da fühlt man sich wirklich wie jemand, der mit fast nichts auf diesem Kontinent strandet und den erstmal erkunden muss und sich erstmal aufbauen muss. Also ein bisschen wie so ein Open-World-Computerspiel. Ich sage euch, da sind Dinge zu entdecken. Also da hat mir wirklich mehrmals irgendwie die Schuhe ausgezogen, weil ich wirklich dachte, das gibt's doch nicht. Wie cool ist das denn jetzt? Das hätte ich niemals erwartet, dass, wenn ich jetzt da mal mir das da anschaue, näher, was da alles dahinter steckt und dass ich da quasi ganze neue Level freischalte und dann ganz neue Dinge passieren. Also das ist wirklich ein hervorragendes Spiel, aber da muss man halt Zeit mitbringen. Also das ist was, wie gesagt, für einen Fluch braucht man da auf alle Fälle viele, viele Stunden. Und da sollte man irgendwie mit der gleichen Gruppe dann schon irgendwie auch dranbleiben. Das kann man theoretisch auch solo spielen und es macht solo auch Spaß. Ich würde es am besten für zwei Spieler empfehlen. Es geht bis insgesamt vier Spieler, hat aber dann gar nicht so den großen Mehrwert. Also man muss sich halt dann noch mehr absprechen. Ich würde sagen, zu zweit ist es wirklich am allerbesten. Also wenn ihr die absolute epische Abenteuererfahrung sucht, dann kauft euch The Seventh Continent. Dann möchte ich ganz kurz noch zwei weitere Spiele hier kurz erwähnen, die ich eigentlich jetzt nicht unbedingt als Abenteuerspiele bezeichnen würde, die aber aufgrund der Mechanismen und so ganz gut passen, wo ich auch sagen würde, wenn euch andere Spiele dieses Genres gefallen, könnten euch auch die beiden Spiele gefallen. Einmal This War of Mine. Das hat von den Mechanismen auch sehr viel von Robinson Crusoe, auch ein kooperatives Spiel, wo wir Überlebende in einem Kriegsszenario spielen und wo wir eben halt ums Überleben kämpfen müssen, wo wir auch schauen müssen, wenn wir andere Leute treffen, können wir denen vertrauen oder nicht. Und ja, es ist halt ein ziemlich ernstes, düsteres Thema. Da wird man auch vor ganz schön krasse moralische Entscheidungen gestellt. Das ist auch das, was das Spiel so spannend und so interessant macht. Also wirklich absolut zu empfehlen, wenn man auch mal Lust hat, etwas Ernsteres zu erleben. Aber natürlich fehlt hier dieses lockerflockige Abenteuer-Vibe. Der ist halt hier nicht vorhanden, sondern ist wirklich eher ein ernstes Thema. Und das andere ist Kingdom Death Monster. Das ist sowieso ein sehr spezielles Spiel, einfach weil es auch wirklich sehr düster ist, sehr deprimierend, könnte man fast sagen, sehr grotesk. Und natürlich auch wahnsinnig teuer, also allein schon in der Grundbox, aber da gibt es natürlich auch noch zahlreiche Erweiterungen. Wenn man das alles haben will, dann gibt man viel, viel, viel Geld aus. Also ist wirklich was sehr Spezielles, aber da ist dieser ganze Entwicklungsprozess, dieses Abenteuer, eben dieses Survival, dass wir irgendwie Monster jagen und aus den Dingen, die wir finden, uns dann neue Sachen bauen müssen, deine ganze Zivilisation tatsächlich von Null auf entwickeln. Das ist da hervorragend umgesetzt. Das habe ich nie so gut wie in diesem Spiel erlebt. Also wer auf sowas steht und das entsprechende Kleingeld hat, der kann sich das auf alle Fälle mal anschauen. Aber auch da fehlt so diese gewisse Lockerheit. Dieses, wir gehen jetzt los und machen ein Abenteuer, das hat man da nicht, sondern das ist schon eher eine sehr düstere Erfahrung. So, dann müssen wir ganz kurz mal über diese beiden Spiele hier sprechen, die leider die Erwartungen, die ich an ein Abenteuerspiel stelle, nicht erfüllt haben und die ich aber trotzdem einfach an der Stelle kurz hier erwähnen möchte. Also leider eher davon abraten muss. Zum einen Adventure Island, ein Spiel, bei dem ich erst dachte, das klingt wie so die Light-Familienvariante von Robinson Crusoe. Alles irgendwie ganz süß und schnucklig und wir sind trotzdem auf einer Insel und müssen da eben Ressourcen sammeln, überleben, Abenteuer erleben. Und wenn man das erste Szenario spielt, dann ist es auch so. Man hat dann verschiedene Dinge, die man da erledigen muss, Orte zu erkunden. Wenn man dann aber weiterspielt, dann merkt man relativ schnell, das Spiel hat echt deutliche Schwächen. Also zum einen sind diese einzelnen Szenarien tatsächlich unabhängig voneinander. Also wir spielen immer die gleiche Abenteuergruppe, aber es entwickelt sich nicht weiter, sondern alle Gegenstände, die wir finden, müssen wir abgeben. Alle Orte, die wir finden, müssen wir wieder abgeben. Und dann sind wir quasi in Szenario 3 immer noch auf der Insel und erleben das nächste Abenteuer, aber haben eigentlich wieder vergessen, was wir alles schon entdeckt haben.
Es fühlt sich sehr komisch an. Und leider ist es auch so, obwohl da wirklich tolle, interessante Ideen drin sind, also mit so verschiedenen Decks, die man dann irgendwie der Reihe nach öffnet, wo immer unterschiedliche Mechanismen drin sind. Ob man in dem Spiel gewinnt oder verliert, hängt weniger von den eigenen Entscheidungen ab, als ob man Glück hat oder nicht. Also es kann ja passieren, dass du in dem Spiel einfach einen bestimmten Ort finden musst, um das Spiel zu gewinnen. Aber den ziehst du halt nicht, weil der sich in irgendeinem der Kartenstapel befindet. Und wenn man das am Anfang auch nicht weiß, dann verliert man da so ein Szenario und hat überhaupt keine Ahnung, was man denn da falsch gemacht hat und was man beim nächsten Mal besser machen könnte. Ja, und dann spielt man es einfach halt nochmal und spielt es so fluffig runter und dann gewinnt man halt oder nicht, hat aber eigentlich weniger mit den eigentlichen Skills und den eigenen Entscheidungen zu tun. Das ist also ehrlich gesagt sehr schade gewesen, weil da eben halt wirklich so viele coole Ideen eigentlich drinstecken. Das andere ist ehrlich gesagt noch schlimmer, das ist Discover, das zweite Unique Game von Fantasy Flight. Also das erste war ja Keyforge. Unique Game heißt, dass jede dieser Boxen, die hier steht, auf der Welt einzigartig ist. Also es gibt keine zwei Boxen auf der Welt, wo der exakt gleiche Inhalt drin ist. Klingt nach einem Marketing-Gag, ist eigentlich auch im Endeffekt ein Marketing-Gag. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man so ein eigenständiges Unique-Spiel unbedingt haben muss. Vor allem dann nicht, wenn das eigentliche Spiel so schlecht ist. Also da sind auch 5 Szenarien drin, wobei das letzte ist so ein bisschen besonders. Eigentlich 4 kooperative Szenarien, bei denen wir so einen Spielplan entdecken müssen. Bestimmte Ziele erfüllen müssen, Gegenstände ziehen und man hat so bestimmte Aktionspunkte und geht da über diesen Spielplan hinweg und zieht Karten und liest die sich vor. Super langweilig, super öde, auch kaum Entscheidungen, die man eigentlich zu treffen hat. Und was ganz schlimm ist, das Spiel hat halt auch Player Elimination. Also es kann passieren, dass wir eigentlich kooperativ alle gemeinsam spielen und ein Ziel erfüllen wollen und dann sind wir kurz davor und dann gibt es vielleicht noch irgendein Monster, mit dem man kämpfen muss. Ja, und 3 Spieler besiegen das Monster und einer halt nicht. Dann ist er halt raus. Dann haben die anderen gewonnen und der Spieler hat halt verloren. Und solche Elemente sind da drin, die sich wirklich super bizarr anfühlen. Also abgesehen davon, dass der generelle Spielablauf schon super langweilig ist und man eigentlich da nicht wirklich was Interessantes zu entdecken hat, sind da eben halt solche Dinge drin, die einem wirklich den Spielspaß komplett kaputt machen. Also von den beiden Spielen muss ich leider abraten. Aber kommen wir wieder zu guten Spielen zurück. Und da möchte ich euch jetzt auch ein paar Spiele vorstellen, die man nicht kooperativ spielt, sondern tatsächlich gegeneinander. Und mein erster Tipp wäre hier Wettlauf nach Eldorado. Ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen angeteasert. Ein Spiel von Rainer Knizia, bei dem wir Abenteurer spielen, die quasi eben nach Eldorado wollen. Und das ist eigentlich ein Rennspiel. Also wir versuchen halt von einem Startpunkt über einen großen Plan, den man auch modular zusammenbauen kann, möglichst rasch als Erster in Eldorado ankommen. Es gibt auch noch eine Fortsetzung, die Goldenen Tempel. Da funktioniert es ein bisschen anders. Da muss man einzelne Tempel auf dem Spielplan versuchen aufzusuchen. Und das Ganze ist ein Deckbuilding-Spiel. Also wir haben eine bestimmte Kartenhand am Anfang mit Gegenständen, die uns erlauben, halt über diesen Spielplan uns zu bewegen, der auch aus verschiedenen Geländetypen besteht. Und wir können uns dann auch immer neue Karten am Ende des Zugs kaufen, die dann auf dem Ablagestapel landen und dann so in unser Deck zirkulieren. Und dann müssen wir uns halt versuchen, eine besonders gute Engine aufzubauen, dass wir uns halt möglichst geschickt über diesen Plan bewegen können und dann als Erster ankommen. Es ist ein richtig schönes Familienspiel, gerade wenn man Deckbauspiele mag. Kann ich das auf alle Fälle empfehlen. Und da kommt das Thema Abenteuer und dieser Wettlauf nach Eldorado auch wirklich richtig gut rüber. Wer es ein klein wenig komplexer mag, dem kann ich Vindication empfehlen. Auch ein kompetitives Spiel, bei dem wir ja Ex-Sträflinge spielen, die auf einer Insel ankommen und dort sozusagen wieder zu Ehre kommen wollen, also uns quasi rehabilitieren wollen. Ja, und das machen wir, indem wir quasi über diese Insel gehen, da verschiedene Hexfelder entdecken und Ressourcen sammeln und dann die verschiedensten Dinge machen können. Also wir können irgendwie Artefakte sammeln, wir können Gegenstände uns besorgen, wir können gegen Monster kämpfen. Alles irgendwie auch mit einem relativ interessanten Ressourcen-Konvertierungsmechanismus. Sieht auf den ersten Blick total abstrakt aus. Ist auch eigentlich ein abstraktes Spiel, aber dadurch, dass aufgrund des Artworks und auch den ganzen Dingen, die da passieren, ja schon alles wirklich sehr mit Leben gefüllt wird, kommt dieses Abenteuer-Feeling da schon durch. Also man hat wirklich das Gefühl, dass man sich auf dieser Insel befindet und eben halt schauen muss, wie man da zu Ruhm und Ehre kommt. Und das Spannendste an dem Spiel ist eigentlich, dass es eine Art Sandbox-Spiel ist. Also es geht darum, dass man einfach Siegpunkte sammelt und wie man das macht, das bleibt einem selbst überlassen. Und es gibt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten und man kann sich da in jedem Spiel einfach neu orientieren und sagen, diesmal werde ich zum Monster-Slayer und gehe eigentlich nur rum und packe irgendwelche Monster oder ich werde zum arkanen Zauberer und versuche irgendwelche Artefakte zu sammeln und so weiter. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und ist auch relativ schnell gespielt, also so in der Stunde bis eineinhalb ist man da mit durch. Und obwohl das Ganze, wie gesagt, so abstrakt ausschaut, kommt das Thema, dieses Abenteuerthema auf dieser Insel, wirklich gut rüber.
Ja, eine solche Liste wäre natürlich nicht komplett, wenn man nicht mindestens ein Spiel von Ryan Lockett auch dabei hätte. Und da ist mein persönlicher Favorit Near and Far, die Fortsetzung von Unten und Oben. Und das ist auch eine ganz, ganz spannende Mischung aus Eurogame und so einem Storytelling-Abenteuerspiel. Da sind wir auch Abenteurer, die Siegpunkte sammeln durch verschiedene Sachen, die wir in dem Spiel machen, sind dann oft entweder in der Stadt, wo wir so Worker-Placement-mäßig so Ressourcen uns holen und uns aufpimpen für die nächste Reise. Und dann gehen wir auf den Spielplan, der auch total schön in so einem Ringbuch ist, wo man also quasi je nachdem, welches Szenario man spielt, dann unterschiedliche Seiten aufschlägt. Und dann bewegt man sich da und da gibt es dann immer wieder Punkte, an denen man ja einfach Geschichten erlebt und tolle Entscheidungen treffen muss, die auch aus so einem richtig dicken Geschichtenbuch dann vorgelesen werden. Dann findet man sozusagen irgendeinen Froschungetüm und der schlägt einem dann einen Deal vor und dann ist die Frage, nimmt man den an oder nicht? Und es wird alles dann so vorgelesen und dann kann man sich entscheiden und dann gibt es eben halt die entsprechenden Konsequenzen. Auch ein bisschen was zu lesen. Und was halt wirklich da an dem Spiel total schön ist, ist einfach die Welt, die Ryan Lockett da macht. Also ich finde es eh total bemerkenswert. Der Mann ist ja nicht nur der Autor, sondern auch der Illustrator dieser Spiele. Der schreibt auch die ganzen Storys selber. Also das ist wirklich alles so einer Hand. Und ich frage mich manchmal auch, wo der Mann die Zeit hernimmt, weil das wirklich auch alles viel, viel Arbeit ist, was da drin steckt. Und wie gesagt, das ist einfach eine ganz eigene und besondere Welt und wirklich eine schöne Mischung aus eben diesen Eurogame-Elementen und diesem Storytelling. Ein relativ aktuelles Spiel habe ich auch noch im Gepäck, nämlich die verlorenen Ruinen von Arnak. Zu dem Spiel habe ich mich ja jetzt mehrfach schon geäußert. Ist für mich persönlich eins meiner absoluten Highlights des Spielejahrgangs. Es ist eben auch ein Abenteuerspiel, was eine Mischung ist aus Deckbuilding, Worker Placement, Ressourcenmanagement, bei dem wir eben auch ja, eine Insel erkunden und dort die sagenumwogenen Ruinen von Arnak versuchen zu entdecken, um halt möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Und was halt eben da ganz schön ist, wir entdecken da tatsächlich die Insel, wir entdecken da auch neue Locations, also neue Worker-Placement-Felder, die wir besetzen können. Wir kaufen uns neue Gegenstände und sammeln Artefakte. Das sind Karten, die wir in unser Deck dann bekommen, mit denen wir dann wieder coolere Sachen machen können. Das Thema kommt allein aufgrund des Artworks schon super durch. Also wir fühlen uns wirklich wie so Forscher im Dschungel, die versuchen da eben halt Artefakte zu finden und irgendwie diese Ruinen zu erkunden. Aber es ist mechanisch auch total spannend, weil man da wirklich immer tolle, interessante Optionen hat, immer interessante Entscheidungen zu treffen hat, sich da so eine kleine Engine aufbaut und immer wenn man dann irgendwie denkt, jetzt geht es irgendwie nicht weiter, dann findet man auch eine Möglichkeit, wie man doch noch an die eine letzte Ressource kommt, die man braucht und die ermöglicht einem dann wieder eine Karte zu kaufen und von der kriegt man dann wieder was und da gibt es wirklich total tolle Optimierungen zu lösen und das gibt einem einfach ein tolles Gefühl, weil man eigentlich in jedem Zug was Interessantes macht und immer wieder was rausbekommt und im Laufe des Spiels einfach auch immer besser wird. Also das ist wie gesagt persönlich eins meiner absoluten Highlights und wenn ihr auf Abenteuerspiele steht und wenn ihr eben auch Eurogames mögt, ist es eine absolute Empfehlung von mir. Falls ihr zu dem einen oder anderen Spiel noch mehr Informationen benötigt, findet ihr hier auf der Seite ein paar verlinkte Videos. Unter anderem habe ich, wie gesagt, einen Survival Guide für Robinson Crusoe gemacht. Auch zu Die verlorenen Ruinen von Arnak gibt es ein ausführliches Video. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß und viel Erfolg bei eurem nächsten Abenteuer.